Ja, ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Hier ist der Wilfried Analog mit einem neuen kleinen Video. Ich habe inzwischen zwei Laternen mit Flackerlicht ausgerüstet, mit einem Flackermodul. Das wollte ich euch gerne mal zeigen, wie das funktioniert. Ich habe ja Regelmöglichkeiten eingebaut, damit ich die Zeiten des Flackerns verändern kann. Ihr könnt das sehen, die sind bei beiden Lampen sehr extrem unterschiedlich eingestellt, damit man das gut erkennen kann. Ich habe zwei dieser Schaltungen hier ist das Modul, zwei dieser Schaltungen zusammengelötet und für diese beiden untergebaut unter meiner Anlage, für diese beiden Lampen. So, ich zeige euch das jetzt mal. So, ich habe jetzt die Infrarotdiode von meiner Empfängerschaltung ausgebaut und mir Drähtchen hierhin verlängert, damit ich das Flackern einschalten kann, beziehungsweise die Häuserbeleuchtung auf der Anlage einschalten kann. So, ich zeige euch das jetzt mal, wie das funktioniert. Ich denke, man konnte das sehr gut erkennen. Ich habe jetzt noch mal ausgeschaltet. Ich lasse es noch mal laufen. Die beiden Laternen sind hier und hier. Ja, ich zeige noch mal von oben hier. Und hier sind die beiden Laternen, die flackern, sobald da Strom angeschaltet wird. So, und nochmal. So, damit man es besser sieht, habe ich jetzt mal das Raumlicht ausgeschaltet. So, und jetzt sage ich mal, das Licht der Anlage soll sich einschalten. Ich denke, jetzt kann man das Flackern super sehen. Ich schalte nochmal aus. So, jetzt müssen erst die Häuser ausschalten, brauchen aber nicht. So, zack, nochmal. So, ihr seht, ich glaube, jetzt kann man das am besten erkennen, dieses Flackern. Auch dieses unterschiedliche Flackern, was ich nachher ein bisschen anders einstellen werde. Okay, soweit zunächst. Ja, ich bin mit dieser Schaltung recht zufrieden. Ich werde die noch ein bisschen anders einstellen, aber ich bin da so mit zufrieden, dass ich also noch mal drei Laternen damit ausrüsten werde, auch jede mit einem Modul, also für sich, dass sie für sich an sich anschalten und flackern. Ich zeige euch jetzt mal, an welcher Stelle ich das plane. So, hier habe ich drei Laternen eingebaut vor dem Lokschuppen, damit das schön ausgeleuchtet ist. Und die drei werde ich also unterschiedlich auch mit einem Flackermodul ausrüsten. Das wäre meine nächste Tat mit dem Flackermodul. Was ich noch plane, ist, dieses Signal soll nach Durchfahrt eines Zuges, entweder fährt der Zug hierhin, er fährt hierhin, soll er oder da rein oder hier rein, hier rein, hier rein, soll in jedem Falle das Signal runtergeschaltet werden. Und ich sehe eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich hier eine Lichtschranke einzubauen. Ihr seht, ich habe den Empfänger hier schon in eine Pflanze reingelegt. Das lässt sich nachher super kaschieren. So, und den Infrarotsender wollte ich da in dem Häuschen einbauen. Dann sieht man den überhaupt nicht. So, dann baue ich eine Schaltung, die werde ich euch aber vorführen. Das ist immer egal, ob ein Zug hier durchfährt, nachdem er durchgefahren ist, das Signal runterschaltet. Das ist eine Schaltungs- oder eine Fahrvereinfachung, eine Betriebsvereinfachung, wenn man so will. Ihr seht, es geht immer was zu basteln. Es fällt einem immer was ein. Und was den Betriebsablauf vereinfacht, ist immer gut, dass man da was Einfall hat, wie man das realisieren kann. Ich hoffe, dass mir das funktioniert. Und ich werde euch auch zeigen, wie ich das baue. Soweit zunächst der Wilfried Analog.